Hi Leute, heute geht es um die Umstellung auf Rohkost. Und zwar habe ich ein kleines E-Book geschrieben mit dem Titel Umstellung auf Rohkost, werden wie die Kinder. Und mit diesem werden wie die Kinder, damit will ich halt darauf hinaus, dass Rohkost nur ein Schritt ist so. Und der gehört eben auch dazu. Aber durch Rohkost wird sich dein ganzes Leben verändern. Und du wirst anders denken, anders fühlen. Und du wirst wieder wie als Kind, wenn du einfach mit einem Leuchten in den Augen aufwachst und dich auf den Tag freust, dich drauf freust, so was kannst du erfahren, die Welt einfach anzuschauen. Und genau auf dieses Gefühl würde ich mit dem E-Book hinaus. Und es ist nicht viel Neues, das man wissen muss, wenn man zur Rohkost kommt. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Viele machen sich am Anfang viel zu viel Sorgen, so kriege ich die Nährstoffe, kriege ich das? Wie schaut es mit Kalorien aus und so weiter. Es ist gar nicht wichtig am Anfang von der Rohkost. Das ist wie, ihr steigt das erste Mal in den Formel-1-Wagen und denkt vorher schon, bevor ihr in den Formel-1-Wagen die erste Runde gedreht habt, denkt ihr irgendwie über die Bremsen nach. Sind das die besten Bremsen? Was ist denn da für eine Gangschaltung? Was ist für eine Schaltung drin? Was ist für ein Reifenprofil drauf? Und so weiter. Und das sind alles Dinge, das kann man danach irgendwie mit der Zeit, nach ein, zwei Jahren Rohkost vielleicht mal optimieren. Aber das Wichtige ist eigentlich das Anfangen. Und ein weiter wichtiger Punkt ist, das neue Wissen ist eben nicht viel. Es ist einfach und es ist nicht schwer zu verstehen. Schwer ist es einfach, eine volle Vase mit Wasser zu füllen. Eine volle Vase mit Wasser füllen. Weil das ganze alte Wissen oder diese neueren Theorien eigentlich, die behindern eher die meisten Leute. Und genau damit möchte ich auch ein bisschen im E-Book aufräumen. Dieses Kaloriendenken oder Nährstofftheorie und die Sachen, ich gehe explizit auf die Nährstoffe drauf ein und so weiter. Und es ist eben nicht viel Neues zu wissen. Und es geht eben nicht nur um Ernährung. Die 7 wichtigsten Punkte habe ich eben aufgeschrieben. Und dazu gehören auch Sachen wie Sport, Bewegung, frische Luft und so weiter. Und vieles mehr. Wo halte ich mich auf? Tue ich, was ich liebe? Das richtige Mindset? Wie denke ich? Und so weiter. Bin ich bereit, mich zu ändern auch? In anderen Bereichen. Nicht nur bei der Ernährung eben. Und darum geht es eben im E-Book. Wenn ihr wollt, könnt ihr das einfach auf meiner Webseite runterladen. Tragt euch eine E-Mail-Liste ein und kriegt es einfach zugeschickt. Also ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter. Mehr braucht ihr wirklich nicht wissen. Es ist einfach. Es geht nur ums Umsetzen. Und ja, für jeden, der das durchliest, wünsche ich viel Spaß bei der Umstellung und viel Erfolg. Macht's gut, Leute. Ciao.